Hallo und herzlich willkommen zum heutigen 25. Click and Create. Heute senden wir direkt aus den Bündner Herrschaften aus dem schönen Ort Malanz. Wir sind zu Besuch bei Gabi Seeberg. Herzlich willkommen, Katrin. Vielen Dank, Gabi, dass wir heute bei dir sein dürfen. Gabi zeigt uns als nächstes ihr Atelier und das heutige Projekt. Und hier geht's lang. Ja, Gabi, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Den ganzen Tag. Ich sitze jetzt ganz viel am Computer und ich sitze natürlich auch an den Maschinen, an der Nähmaschine, an der Overlock und auch an der Stickmaschine. Und die Anleitungen, die ich am Computer mache, die verpacke ich in meine Bücher zum Thema Overlockmaschine, Nähmaschine und Stickmaschine. In meine Bücher sind Schnittmuster drin, sodass der Kunde das, was hier drin ist, auch nachnähen kann. Natürlich auch Stickmuster. Ansonsten bin ich auch unterwegs und mache Nähkurse, Aktionen im Laden und auch auf Messen. Ich kenne Gabi sehr gut von den Messen und weiß, dass sie voller Ideen ist. Und eine dieser Ideen teilt sie heute mit uns. Wir werden nämlich eine Jeansjacke besticken. Und das Spezielle an der Jeansjacke ist, dass wir eine Wolle aufnähen. Das Muster habe ich vorab am Computer digitalisiert und wie das funktioniert, das machen wir nachher zusammen. Genau, und damit du das zu Hause auch nachschauen kannst, findest du unten in der Videobeschreibung auch gleich den Link zu den einzelnen Videosequenzen, wie man das Ganze in der Sticksoftware herstellt. Und hier zeigen wir dir als nächstes, welches Material wir heute brauchen. Von Bernina habe ich heute die B590 mitgebracht, eine Stickmaschine mit Stickmodul und dem Fuß 43. Der hat Gabi so vorbestellt, das ist der Kordelaufnähfuß. Zudem wurde mir aufgetragen, eine Jeansjacke mitzubringen. Und ich habe Wolle vorbereitet in verschiedene Farben, dann das passende Stickgarn dazu. Wir brauchen Stickvlies. Und wir werden mit dem Medium-Rahmen sticken. Ich digitalisiere jetzt die drei Kreise mit verschiedenen Füllungen. Damit die Maschine erkennt, dass ich eine Wolle aufnähe, muss ich im Computer Reliefstickerei anwählen. Nachher übertrage ich die Stickmuster auf dem USB-Stick. Die detaillierte Anleitung findet ihr in der Videobeschreibung. Gabi hat die drei Muster in der Software fertiggestellt, auf dem USB-Stick abgespeichert. Nun geht es darum zu entscheiden, wo wir die auf der Jacke platzieren und dann geht's los mit dem Sticken. Und als erstes spannen wir Stickvlies im Rahmen ein und wir öffnen das Muster in der Maschine. Wir haben die Maschine mit der ersten Farbe eingefädelt, unten einen Stickunterfaden gewählt. Wir wählen heute schwarz, da unsere Jacke dunkelblau ist, damit man das auch wirklich nicht sieht. Und Gabi zeigt uns als nächstes, wie wir nun das erste Stickmuster auf der Jacke platzieren. Und ich habe gedacht, ich fange jetzt einfach an hier in dem unteren Bereich, dann einfach die Jacke auf das Stickvlies drauflegen. Ich möchte das Muster hier unten sticken. Ich platziere es so, dass das Muster hier gestickt wird. Dann den Heftstich anwählen, weil wir nähen die Jacke auf das Stickvlies. Das nächste, was wir machen, wir fädeln die Wolle in dem Nähfuß ein. Ich habe hier eine Wolle rausgesucht, die sich nicht spaltet. Achtet einfach drauf beim Kauf, dass die Wolle in einem Schnur läuft. Und es funktioniert so. Ihr nehmt den Nähfuß ab.
und fädelt die Wolle einfach von oben nach unten in den Fuß durch. Die Stickmaschine ist vorbereitet, die Wolle ist eingefädelt, der Fuß ist in der Maschine drin. Wir ziehen die Wolle etwas zurück, sodass die Maschine von Anfang an die Wolle stickt. Wichtig ist noch zu beachten, dass ihr immer dabei seid beim Sticken und bevor ihr startet, die Geschwindigkeit reduzieren. Die Maschine hat die Wolle aufgenäht. Wie ihr gesehen habt, ich habe die Wolle immer in der Richtung geführt, wie die Maschine stickt. Die Wolle etwas länger lassen nachher beim Abschneiden, so dass ihr die Wolle nach hinten ziehen könnt. Im nächsten Schritt werde ich die nächste Farbe einfädeln und die Mitte der Blume sticken. Die Maschine hat das Muster jetzt fertig gestickt. Ich nehme den Rahmen raus, werde den Heftstich auftrennen und rausnehmen und das Stickvlies abreißen. So. Der erste Kreis ist fertig gestickt. Jetzt sticke ich noch den zweiten und den dritten Kreis. Vom Ablauf her ist genau das gleiche. Ich habe den Stickrahmen schon mit Stickvlies eingespannt und los geht's. Ja, wie du sehen kannst, die Jacke ist fertig gestickt, die drei Muster sind drauf und es sieht wunderschön aus. Gabi hat ihre Jacke noch etwas weitergeführt und hat die Muster noch mehr platziert, so wird sie total individuell. Falls dir unser Video gefallen hat, dann gib uns doch einen Daumen hoch, folge uns auf Facebook und Instagram, vergiss den Hashtag Bernina nicht, falls du deine eigene Jacke postest. Und alle weiteren Informationen findest du unten in der Beschreibung. Gabi, vielen herzlichen Dank, durfte ich heute bei dir sein. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Katrin, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir viel Freude mit deiner Jacke und euch viel Spaß beim Nachsticken. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bernina, made to create.